Liebe Interessenten, liebe Abonnenten, alle die, die sich für meine Arbeit interessieren. Ich bin seit fast 2 Jahrzehnten jetzt Heilpraktikerin mit den Schwerpunkten Homöopathie, chinesische Medizin und Aufstellungstherapie. Und vieles in meinen Vorträgen, in meinen homöopathischen Vorträgen, die man sich auf YouTube als Hörprobe anhören kann, beinhalten einen Teil meines Lebens. Und einen Teil meines Lebens habe ich in diesem Büchlein zusammengefasst. Mein erstes Buch, in dem ihr eine Geschichte findet, die so mein Leben geprägt hat wie nichts anderes und vor allen Dingen auch meine Arbeit. Meine Arbeit als Heilpraktikerin, meine Arbeit als Aufstellerin und meine Arbeit als Wegbegleiterin. Wir sind hier an einem sehr verlassenen Ort im Umland von Berlin. Das Umfeld spiegelt das etwas Gruselige, was ihr auch in diesem Buch hier lesen könnt, wieder, was mir widerfahren ist. Es jährt sich jetzt in diesem Jahr zum 25. Male. Und es hat 3 Jahre gebraucht, bis ich dieses kleine Büchlein fertiggestellt habe, weil es mich immer wieder an die Zeit erinnert, als ich fast gestorben bin. Und das Geschenk, was ich bekommen habe, weiterleben zu dürfen, gebe ich gerne an Menschen wieder, die Ähnliches erlebt haben, wie ich es habe. Und darum würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Büchlein bestellt. Es kostet 8,90 Euro bei Amazon, bestellbar. Und mir einen Daumen hoch geben würdet und natürlich meinen Kanal auch weiterhin abonniert. Ansonsten schaut euch mal um. Das sind hier lauter verlassene Gebäude, ein verlassener Spielplatz hinter mir. Und ich möchte nicht wissen, was hier alles passiert ist, wie viele Energien hier noch herumschwirren und wie viele unerlöste Seelen oder auch erdgebundene Seelen oder wie man sie auch immer nennen mag, hier herumgeistern und den Weg ins Licht noch nicht gefunden haben. Und genau das findet ihr hier drin. Und wie ich den Weg aus der Hölle zurückgefunden habe. Eure Angelika Lex. Vielen Dank.